Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von unserem Wiederaufbau. In der letzten Folge, ihr seht es hier, ist ganz viel passiert. Der liebe Marcel hat einen Schatz ausgegraben. Also ein Hund, ich glaube Anatol hieß er, hatte hier im Loch gebuddelt gehabt. Und ich habe Marcel hingeschickt, habe gesagt, komm, dann grab mal nach dem Schatz. Und es ist wirklich eine super geniale Schatztruhe gewesen, im Wert von 5000 Simeons mit Diamanten und Krams und Juwelen drinne. Also nicht irgendwie so ein 0815 Krempel. Ja, und dementsprechend haben wir dann das Vergnügen gegönnt, uns hier ein wunderschönes Badezimmer hinzustellen. So, du gehst auch schlafen, ja, komm, ab. Husch, husch. Geh Haia machen. Ja, wir haben natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Marcel hat gemalt, hat sich Kreativpunkte verdient. Wie gesagt, dann haben wir Hausaufgaben gemacht, alle zusammen. Das heißt, alle Hausaufgaben sind gemacht. Wir haben das Badezimmer aufgebaut, haben uns hier ein wenig um den Garten gekümmert, der wirklich auch Spaß bringt. Also Leon ist dann erstmal... Oh! Hey! Habt ihr das gesehen? Da rennt ein Stinktier über unsere Wiese. Und aber das Problem ist, ihr seht's ja, wir haben ein Badezimmer gebaut und schon ist die Hälfte vom Geld wieder weg. Deswegen mache ich da langsam das Nächste, was wir uns... hallo, da ist ja einer wach, junger Mann. Ja, 6 Uhr morgens, perfekt. Das Nächste, was wir uns anschaffen werden, erstmal das Wichtigste natürlich, klar... sind so Dinge wie etwas zum Kochen, damit wir uns vielleicht auch endlich mal warmes Essen machen können. Und natürlich dann auch was für den Spaß. Ich denke mal, wir werden uns als erstes einen Fernseher leisten, eine schicke Couch vielleicht noch oder eine alte Couch dazu. Ist ja wurscht, dass sie sich auch mal auf eine Couch hocken können und nicht immer nur Bett oder Stuhl. Und dann ja mal gucken, ne? Dann werden wir natürlich auch weiterhin das Augenmerk auf die Dinge legen, die uns Geld einbringen. So, du hast Hunger, dann mach doch mal, haben wir hier noch, nee, das war ja der Rest, ne? Gut, dann tu mal Frühstück Müsli servieren, das ist eine gute Sache. Dann könnt ihr vielleicht noch frühstücken, bevor es in die Schule geht. Und du, kleiner Mann, brauchst Spaß, wie immer, ne? Du kannst mal bitte viele pflegen. Es ist unser Naturmensch hier, der kleine Leon, der ist, glaube ich, auch schon relativ naturbegeistert. Ah, und dann gibt es auch noch was zu essen. So, fang du schon mal an und dann kannst du hier essen. Mhm. Weil es ist immer gut, wenn man schon mal ein bisschen Spaß hat. So, wie sieht's hier aus? Oh Gott, sie muss auch mal dringend auf Toilette. Abziehen, benutzen... Und dann tust du auch was essen. So, Leon, du kannst mal aufhören. Kannst du später weitermachen? Geh erst mal essen. Weil wir kennen das ja, wenn die alle zusammen am Tisch sitzen, dann ist immer Reden angesagt, dann unterhält man sich. Und dementsprechend dauert das. Aber ich finde es toll, dass diese Gartenarbeiten, also zumindest diese Art der Gartenarbeit, auch wirklich noch so viel Spaß bringen. Das ist... Oh, und er ist goldig. Mann, wir könnten uns Goldbäumchen kaufen. Nee, das werde ich jetzt nicht machen. Also ich meine, dann ist es ja wirklich ein bisschen bescheuert. Aber was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist denen die Laufbahnpunkte mal verteilen. Das sollten wir mal machen. Da wollte ich mal gucken. Laufbahnpunkte, was haben wir denn? 7950. Oh, wir haben noch gar nichts verteilt. Ja, dann aber ganz zackig. Hier erstmal natürlich diese Bedürfnisgeschichte. Das bringt nämlich schon mal sehr viel. Das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Das ist bei ihr auch, ne? Ja, Abmarsch. Genau. So. Zack. Annehmen und Leon kriegt das Gleiche, wenn es geht. Jawohl. Weil dann haben wir da nämlich schon mal ganz viel gespart. Weil wenn die Bedürfnisse langsamer sinken, ist das schon mal Gold wert.
Vor allem, wenn man unterwegs ist, ne? Und vielleicht nicht gleich immer einschlaft. So, die essen schön, das ist perfekt. Ach, ich finde es eigentlich richtig schön hier mit unserem kleinen Wäldchen da und dem See und... Herrlich. Also, doch, alles in allem richtig hübsch geworden. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen schneller essen, Leute? Bevor du in den Bus gehst, tust du bitte hier die Reste weglegen. Das ist ganz elementar wichtig. Sonst, weil wenn uns das Essen vergammelt, bringt uns das nichts. Komm, jetzt ess mal ein bisschen schneller, der ist der Haken. Wenn sie alle gleichzeitig am Futtern sind, ist das zwar sehr schön und sozial und alles, aber... Ja, und dann ab in die Schule. Und du isst auch mal auf, komm. Na, jetzt lass den Kram stehen, es wird Zeit, dass ihr in die Schule kommt. Hopp. Abmarsch! Leute, Schulbus ist da. Susanne, eil dich. Hopp, 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 hopp. Auf, auf, der fährt sonst weg. Und ein Endspurt. Und tschüss. Oh, jetzt hat sie mal gerade keine gute Laune. Aber egal. Wie gesagt, heute ist Freitag. Heute ist letzter Schultag, weil die auch nur von Montags bis Freitags Schule haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seht euch den roten Balken an. Das heißt, heute können wir so richtig schön was unternehmen. Ja, bin da schon richtig erfreut. Oh Gott, wie sie da rauskrabbelt. Susanne hat einen Schulfreund mitgebracht. Ach, guck. So machst du das. Denkst du, der hilft dir gegen die Unspaßigkeit? Spaßlosigkeit? Oh, ein Mädel. Ei, gut, okay, ja, prima. Sag, wo rennst du jetzt mit den Hausaufgaben hin? Ins Badezimmer. Ich glaub's ja nicht. Leute, ihr seid ein bisschen bekloppt. Hast du die jetzt echt da ins Badezimmer geschmissen? Was sollen denn die Hausaufgaben im Badezimmer? Komm, unterhalte dich mal mit der. Geh mal irgendwas mit der machen. Reden. Über Hobby reden. Kunst und Handarbeit. Und dann spielst du mal bitte was mit der. Fang, Schere auf Papier. Komm, Foodback ist geil. Und deine Hausaufgaben, die tue ich mal bitte wieder da raus. Die leg ich dir vors Bett. Dann weiß ich nämlich, dass das deine sind. Hehe. So. Und was ist mit Marcel? Na? Legst du deine wieder da vorne auf die Wiese oder wo willst du die jetzt hintragen? Nee, nee, du bringst die jetzt nicht auch ins Badezimmer. Also kaum hat man irgendwas, wo Wände drum sind, ja? Dann landen da die Hausaufgaben. Ist ja schön. Ja, genau. Benutz mal die Toilette. Das ist eine gute Maßnahme. Und ich entsorge deine Hausaufgaben. So. Da vors Bett. Tüdü. Mama. Nein. So, sonst sagst du, kannst du nicht machen. Gut. Und dann würde ich sagen, damit das Ganze auch Sinn macht, ja, könntest du dich doch gerade mal bitte hier drum kümmern. Das macht vielleicht auch ein bisschen Spaß. Was macht ihr denn? Ach, ja, die Umgebung. Umgebung, ich weiß. Was macht ihr zwei jetzt da? Ah, Schere, Stein, Papier ist auch gut, ja. Mhm. Okay. Huch, wer ist das? Den haben wir da, Stefan Dingsbums. Was hat er denn eigentlich für Wünsche? Oh, dem Tod entrinnen, ja, das kann ich verstehen, zur Privatschule. Und bitten, bei Hausaufgaben zu helfen. Marcel? Wieso willst du bitten, bei den Hausaufgaben zu helfen? Du hast eine 3+. Das ist doch okay, du brauchst doch gar keine Hilfe mehr. Dein Bruder, der Kleine, der braucht eher die Hilfe. So, dann tust du mal bitte abspülen. Abspülen und abspülen. Dass das hier vielleicht ein bisschen besser aussieht. Und dann, ja, können wir leider nicht weitermalen. Müssen wir das Bild verschwinden lassen. Oder uns wirklich langsam mal überlegen. Jetzt rennt er nach drinnen, weil die beiden da vor der vorm Waschbecken rumhampeln. Das bringt aber irgendwie so gar keinen Spaß, Leute.
Na gut, wir warten noch auf den Leon und dann würde ich vorschlagen, machen wir ganz was anderes. Dann tu doch mal ihr noch einen Witz erzählen und rede noch mal mit ihr, vielleicht ein bisschen abhängen, das wäre eine Idee. Hängt mal eine Runde ab, ihr zwei. Und dann kann er vielleicht auch mitmachen. Was machst du? Aussehen überprüfen, zeigen. Du siehst doch gut aus, oder? Hä? Irgendwas in Ordnung? Ja? Schickabub? Ja, Muckis hast du auch. Genau, richtig. Aha. Und die Haare mal nach hinten. Genau so. Jawohl. Okay. Weil das hier gerade so schön ist, können wir vielleicht mit abhängen. Mit Conny abhängen. Genau. Ah, Leon hat auch jemanden mitgebracht. Ach du je. Juhu, Leon, wo bist du? Zeig dich. Nein, jetzt schlepp du doch bitte nicht auch noch die Hausaufgaben ins Badezimmer. Wen hast du denn da Nettes mitgebracht? Ah, eine Vera Groß. Und was willst du machen? Vorgelesen bekommen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben alle auf dich gewartet. Du bräuchtest aber noch Hygiene. Also so können wir mit dir we nicht weggehen. So. Mal kurz deine Hausaufgaben. Dahin, dann haben wir die Hausaufgaben. Alle in einer Reihe. Du gehst duschen. Ach, das hätte sie eigentlich auch gebraucht. Na egal. Nee, du musst jetzt nichts vorlesen. Auch, ja. Komm. Leg das bitte wieder weg. Spielen. Wasserbombenschlacht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir gehen ja gleich. Wir warten doch nur auf kleinen Leon, damit der endlich geduscht hat. Und dann gehen wir weg. Ich überlege, ob wir die Gäste, die wir jetzt da haben, ob wir die mitnehmen und eine Gruppe gründen wollen. Ja, die Wasserbombenschlacht macht Spaß. Einigermaßen. Okay, gut. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt. Ja. Und du, was willst du malen? Ja, du kannst ruhig eine Runde malen. Aber ich würde sagen, wir gehen dann erstmal. Wohin? Können wir die einladen? Weil dann würde ich zuerst nach Downtown gehen. Warte mal. Fragen? Gelegenheitsgruppe gründen? Nur zum Spaß? Für Ausflug? Für Ausflug? Einen Ausflug wollen wir machen. Jo, wir machen einen Ausflug. Genau. Gelegenheitsgruppe gründen für Ausflug. Fragen wir die? Na, ernsthaft? Ja Gott, warum nicht? Ja, die findet's schon mal gut. Okay, fortfahren. Dein Sinn nimmt an einem Treffen teil. An den Treffpunkten kannst du erkennen, ob dein Treffen gut oder schlecht verläuft. Erhöhe die Treffenpunkte deines Sims, indem du Dinge unternimmst, durch die sich die Laune und Beziehungen aller Sims verbessern. Das Treffen ist vorbei, wenn die Uhr auf Null gesunken ist. Erreichst du jedoch das nächste Level, erhältst du zusätzliche Zeit. Treibe deine Treffenpunkte vor Ende des Treffens so weit wie möglich in die Höhe, um tolle Belohnungen zu erhalten. Ich gebe es zu, jetzt habe ich genau das erwischt, was ich eigentlich ja, immer mal früher gehabt habe. Wir müssen jetzt die Leute nur dazu kriegen, dass die alle mitmachen. Und wir fragen Gelegenheitsgruppe anschließen. Du hörst mal auf zu malen. Und dann wollen wir natürlich noch wohin. Und dann gehen wir zu Grundstück. So.
Das ist jetzt, wie gesagt, immer so der Punkt, wo ich nie genau weiß, kriege ich das jetzt hin oder nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal und hoffe, dass das funktioniert. Jetzt kommt, lauft nicht alle weg. Da, mach mal. Ich muss ja erstmal die Leute dazu kriegen. Ja, das ist mal wurscht. Du hörst mal auf zu lesen. Du auch. Ist mir egal, ob die jetzt nicht will oder was. Aber so sind wir alle unterwegs. Ja, langweilig. Ich weiß. Mach doch erst mal. Frag die beiden jetzt mal, dass wir los können. Ah, das dauert immer so. Ja? Und dein Bruder? Hallo? Würdest du erst mal... Nein! Oh, ich krieg die Krise. Warum ist das jetzt wieder nach vorne gehopst? Also, erstens, Fragen anschließen und dann gehen wir irgendwo hin. Könntest du... Was machst du? Jetzt rennt er wieder weg. Bleib doch mal stehen, Junge. Wir wollen los. Und dann zu Grundstück gehen, Gemeinschaftsgrundstück. Susannes Ausflug. Jetzt können wir nämlich auch. Nach Downtown und natürlich gehen wir, ist ja ganz klar. Weil das irgendwie, denke ich, familienfreundlich ist, ne? War das die mit der familienfreundlichen Dings? Ja, familienfreundlichste Bowlingbahn. Wir gehen in die Bowlingbahn. So, da wollen wir hin. So, Leute, kommt mit. Auf geht's. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Er kommt auch mit, ja. Und die anderen hoffentlich auch. Ha, und schon kriegen wir Spaß. Nur schon auf dem Weg dahin. Das finde ich doch cool. So, ich muss noch mal kurz was nachrechnen. 30. Oh Gott, und das mache ich jetzt ausgerechnet am Ende vom Part. Na super. Da muss ich dann, naja, egal. Muss ich dann mal gucken, ne? Ist vielleicht jetzt ein bisschen doof, dass sie müffelt, aber egal. Ist mir alles egal. Hauptsache, die haben mal zusammen Spaß. Und so, was machen denn Kinder und Teenies? Die schließen sich zu Gruppen zusammen und unternehmen was. Also denke ich mal, insofern ist das genau das Richtige für uns. Ich hoffe nur, Leon ist noch nicht zu müde. Das ist natürlich immer der Haken, wenn man ein Kind dabei hat, aber naja, wir werden sehen. Oh. Jawohl, also wenn wir hier keinen Spaß kriegen, liebe Leute, dann weiß ich es auch nicht. So, da sind wir. Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Ja, wir sind da. Cool. So, und dann gehen wir zuerst, würde ich sagen, Bowling spielen. Spielen. Ich hoffe, die machen alle automatisch mit. Also das ist das, was ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, wie das hier läuft. Wo ist denn diese andere Madame? Die ist nicht mitgekommen, die Schulfreundin von ihr jetzt. Machen die anderen nicht mit? Automatisch. Hallo? Wo ist... Er rennt aufs Klo. Okay, wo ist Marcel? Marcel? Könntest du auch bitte mitmachen hier? Hallo, huhu. Die Fenster sind uninteressant. Und dann, du auch spielen, komm. Macht euch erstmal Spaß. Jawoll! Aha! Na, und wie schlagt ihr euch? Müssen wir mal gucken hier. Also sie hat was geschafft. Beim Leon steht noch einer. Ob der den umschmeißen kann? Mal gucken. Und? Zeig's uns. Ja, so! Genau so spiele ich auch Bowling. Genau wie Leon. Das ist ja der Hammer. Hey, geil. Leon, du bist mir ein ganz lieber du. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das zeigen. Oh Gott, die Zeit läuft schon ab. Hilfe. Ja Gott, was soll ich denn mit euch noch machen? Das ist halt immer der Mist, ne?
Man macht, bis man den Ausflug dann zusammen hat und alles, das ist einfach nur blöd. So, dann unterhalte mal den Leon, oder, nee, der Leon spielt da gerade. Dann unterhalte hier mal die, ja, egal. Und rede mal mit ihr über Hobbys, vielleicht über die Natur. Und dann kannst du vielleicht mal die kitzeln. Nee, kitzeln gibt's nicht, schade. Ja, mach mal irgend sowas, vielleicht hilft das. Juhu! Komm, kümmere dich um die Kleine, dann, dass wir vielleicht noch ein bisschen Punkte kriegen hier. Komm, mach mit der Vera mal was. So, und dann wollte eigentlich er mit der Vera was machen. Was hat er denn da an Wünschen? Vera anfreunden, mit Vera spielen, mit Vera sprechen. Das können wir gleich mal machen dann. Reden. Ja, über Hobby reden, Natur. Und mit ihr spielen, kitzeln. So. Ach so, was willst du? Ja, halt. Ach. Wo ist denn jetzt der Kleine? Du musst mal mit der Vera das machen, damit deine Wünsche wenigstens noch erfüllt werden. Komm, mach. Wo ist die jetzt hin? Vera? Ah, die sitzt. Wie bist du an das Essen gekommen, Vera? Sag mir mal bitte, wie dieser Trick funktioniert. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Wie ist die jetzt an das Essen gekommen? Das ist eine von denen, die weiß, wie man Essen klaut. Das war ganz passabel. Wir sollten abwarten, was die Zukunft bringt. Okay, gut. Der Punkt ist auf jeden Fall, schaut es euch an, egal was war, Spaß ist jetzt wirklich gerade kein Problem mehr. Und das finde ich gut. Sind alle soweit im grünen Bereich? Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Das nächste Mal wird es vielleicht besser. Ich muss auch irgendwie mal gucken, wie ich das mit den Gruppen hinkriege. Ich habe das immer noch nicht so ganz drauf. Gebe ich zu, die Gruppengeschichte ist irgendwie immer noch nicht so meins. Ja, sie will was? Sich die Hände waschen. Geh lieber einfach mal auf Toilette, würde ich sagen. Und ja, dann kannst du auch mal Hände waschen. Und dann gehen wir wieder nach Hause und gucken, dass wir, ja. Was machst du jetzt? Du willst abspülen. Sag mal, was bist denn du für einer? Na gut. Aber Marcel, der könnte mal was ausprobieren. Der kann mal bitte hier hingehen. Weil wir sind ja immer noch unterwegs. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Kreia hat denn Marcel? Immerhin schon 3. Ja, das könnte vielleicht schon was werden. Wir können es ja mal einfach ausprobieren. So, ja, mach du einfach mal. Und dann, unterhalten für Trinkgeld rappen. Das kannst du mal machen. So. Und du, halt. Können wir hier nochmal irgendwo Essen stibitzen? Das wär's doch. Können wir Essen stibitzen? Nö, ne? Das geht nicht, oder? Ah, da ist ein Essen. Die trinken nur. Schade. Egal. Dann geh du doch mal noch was mit deinem Bruder machen. Komm, unterhalte den mal hier. Zusammen tanzen, das wäre doch mal was. Anstatt dauernd aus diesen dummen Fenstern da zu gucken oder sich aufzuplätzeln. Ah, die hat sich gerade aufgeplätzelt. Nee. Weil wir müssen gucken, dass die Leute hier unseren Bruder betrachten. Aha, da kommen schon welche. Ja, guckt euch an, wie schön Marcel rappen kann. Ist das nicht genial hier? Wir rappen das Haus. Gebt uns Trinkgeld, wir brauchen es ganz dringend. können wir da eigentlich mitmachen? Nee, Insider, zusammen tanzen, wir reden zu, bla bla bla. Da ist keine Aktion verfügbar. Kann sie was machen? Die könnte Trinkgeld geben. Rappen beobachten. Okay, dann gehen wir mal Rappen beobachten. So, und du könntest doch noch auf Toilette gehen.
Junge? Was will er denn jetzt wieder? Abspülen? Nein, du spülst hier nicht ab. Du bist doch keine Spülhilfe. Junge, bitte. Ja. Könnte sie da auch mitmachen? Weil das letzte Mal hatte ich das irgendwie gehabt, dass sie mitgemacht hat. Okay. Kann er sie bitten mitzumachen? Nee. Okay, ich würde sagen, irgendwer stinkt. Und damit lassen wir es gut sein. Irgendwie bist du noch nicht so gut im Rappen, aber ist okay. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder heim. Gott, ich habe die Zeit ganz vergessen. Hilfe, Hilfe. Ja, dann also jetzt nichts wie nach Hause, ne? Nee, Wasserbombenschlacht gibt's jetzt nicht. Und du auch nicht. Wir müssen wieder heim. Zu Grundstück gehen, nach Hause. Hilfe, Hilfe, ich habe die Zeit vergessen. Sorry, jetzt ist der Part ein bisschen länger geworden, weil, ja. Eigentlich wollte ich hier ankommen und dann direkt den Break machen. Ja, du auch heimgehen, ne? Ich hoffe doch, ihr geht heim. So. Ja, gut. Okay. Und dann mache ich direkt Schluss, wenn wir daheim ankommen. Und dann gucken wir mal im nächsten Part, was wir dann Schönes machen werden. Ich habe jetzt total vor lauter und Freude und überhaupt komplett wieder mal die Zeit aus den Augen verloren. Naja. Ist ja nicht so schlimm, hoffe ich. Ich hoffe, ihr überlebt das. So, schnell nach Hause und dann können wir nämlich auch abspeichern. Das geht ja immer unterwegs nicht. Aber so war der Ausflug auch noch mit drin und ja. So. Gut, und da sind wir wieder. Die ist gerade verschwunden, wohin auch immer. Die ist ja nicht mitgekommen. Wo seid ihr? Huhu. Ah, da kommen wir angedackelt. Sehr schön. Und es ist wieder früher Abend und sehr hübsch. Gut. Und so lassen wir die da auch stehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.